Servus, grüßt euch. Willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher, mit dem Alderle. Wir sind auf dem Rückweg. Ich habe das Pferd rübergebracht, von dem ich erzählt hatte. Hab den Brösel eingesackt, habe alle Türen zugemacht. Ich war noch mal im Lager, habe ein paar Materialien geholt. Guck mal, ich glaube, das soll simulieren, dass da praktisch die Wolke gerade den Mond verhüllt. Ist der Wahnsinn. Ich dachte, ich hole euch schon mal dazu, dass ich zeitlich alles unter einen Hut bekomme. Außerdem kann ich ja die Zeit wunderbar nutzen, um auch noch ein bisschen zu schnattern, bis wir drüben sind, weißt du? Ich muss nur immer gucken, ob der da ist. Ja, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl noch nicht, wann er mitkommt und wann nicht, wann er sich portet und wann er hängt. So, Leute, wir gehen noch mal bei Nacht über die Brücke. Da müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Noch guck mal, wie schön auch der Schnee hier oben drauf ist, ne? Schön. Hier haben wir natürlich auch noch nicht fertig. Der Magiewald muss noch in die Länge gezogen werden und ein bisschen voller. Oben haben wir schon ein bisschen was gemacht vor längerer Zeit. Auch sollten wir mal ganz kurz hochgehen, gucken. Weil, ich zeig's euch mal, ich habe ganz viel Marmor mitgenommen. Ich habe Marmor mit, Glas mit, ein paar Zimmermannsblöcke habe ich noch eingesackt, die wir noch hatten. Denn ich möchte tatsächlich unseren Gemüsegarten, ich möchte mal so ein bisschen versuchen, in einem anderen Stil das aufzusetzen. Also klassisch in der Form, dass es außerhalb vom Gewächshaus mit alten Feldern ist das schon. Also die sollen bewässert werden, die Felder. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier reingucken, warte mal geschwind. Jo, Kreide ist nicht das, was wir brauchen. Was haben wir denn hier sonst noch so drin? Was haben wir denn hier sonst noch? Schalenstein brauche ich nicht. Ton, auch Ton können wir mitnehmen. Wir brauchen ja noch eine Workbench drüben. Ton nehmen wir deswegen mit. Sandstein können wir nicht wirklich. Brösel, hast du es nach oben geschafft? Hast du es nach oben geschafft? Bin stolz auf dich, Alter. Ich weiß, hier war früher ein Bett. Komm, wir müssen durchmachen die Nacht. Kommst du wieder mit runter? Ja. Genau, also ich will tatsächlich, ich weiß aber jetzt, ich habe nur ein grobes Bild im Kopf, ne? Ich weiß noch nicht, oh, Entschuldigung, Alter, wo kommst du angesaust? Ich weiß noch nicht genau, wie der Garten wird. Es soll so ein bisschen einen Einschlag haben von was Römischem. Was Römischem und aber auch was Eigenem. Also wir werden Blauschiefer und Marmor drüben verpacken. Viel Glas, viel Grün außen. Und ich habe mir vorgestellt, ich habe auch so, das ist schon länger her, einen kleinen Brunnen mal gesehen. So eine Art Location, die wir gefunden haben beim Spazierengehen. Den möchte ich auch aufbauen. Und hinter dem Brunnen, also ganz grob habe ich schon ein Bild. Wie gesagt, wir genießen jetzt schon mal die Vorweihnachtszeit. Wir kommen jetzt gemütlich in dem Gedanke an, dass das Jahr bald dicht macht. Kein Stress, kein Hin und Her. Ich bastel einfach mal vor mich hin, ja, so. Rösi, fliegt man da nicht runter. Schauen wir mal, wie es wird. Hier werden wir natürlich dann auch mal eine kleine Mini-Folge drüben sein, den Turm nachziehen. Vielleicht versuche ich mal noch die Magieträger hier außen ein bisschen. Ja, vielleicht kriegen wir da auch dieses schöne Metall, ne, das wir jetzt hier reingesetzt haben, dieses schöne Metallgitter. Haben wir da nicht sogar welche gehabt? Ich meine, wenn wir jetzt gerade hier schon rumstehen, diese Eisenlatten, vielleicht können wir ja mal ganz kurz. Bleib du mal kurz hier. Halt! Hat er Angst vorm Schissel oder was? Bleib mal du hier. Brösel! Alter, kriege ich den nochmal. Jetzt habe ich ihn abgestoppt. Ich dachte gerade, es gibt's ja nicht. Immer was in der Hand, was man nicht brauchen kann. Warte mal, das war nämlich das letzte Mal schon so ein bisschen. Ja, warum nicht? Warum nicht, weißt du? Einfach so eine Eisenträgergeschichte hier rein. Da können wir ja natürlich. Müssen wir mal gucken, wie wir die nochmal gebaut haben. Die sind jetzt natürlich etwas schmäler, allerdings, le. Ah, das war wegen der Treppenfunktion. Das haben wir schon mal probiert. Oh. Okay. Okay, dann pennen wir hier mal. Das muss ich doch sehen. Das muss ich doch sehen. Vielleicht sieht ja das gar nicht schlecht aus, wenn man das alles voll aus Metall, aus diesem dunklen, schönen, schwarzen Metall. Das hat schon so ein bisschen was, dieses Gusseisen. Guck mal, das sieht gar nicht schlecht aus. Würde ich mir dann aber bei Gelegenheit nochmal angucken, ob es die sind, ob wir die Magieträger lassen. Vielleicht basteln wir mal was ganz anderes rein. Das ist ja jetzt nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel sind tatsächlich Felder und Gärten. Komm mit rüber, Diggerle. Wir haben es bald geschafft. Dann bringe ich dich zum Esel. Hier haben wir ja auch, ich weiß gar nicht mehr, an der Brücke noch irgendwas gehabt. Da, weil übrigens der Hinweis kam, vielleicht an dem Turm dunkle Schrägsteine außen zu setzen. Den Effekt haben wir ja tatsächlich an der Brücke gemacht. Kann ich mal ganz kurz nochmal zeigen für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Dass wir da so ein bisschen das Mauerwerk abgesetzt haben durch einen dunklen Stein. Ich glaube, Loamidirt haben wir sogar benutzt. Brösi, dein erstes Mal über die Brücke, oder? Alterle, alte Heimat, freust du dich? Ich glaube, er ist ziemlich happy. Geile Geschichte. Genau, also pass mal auf. Jetzt habe ich mir das folgendermaßen überlegt. Die hinten, die Geschichte lassen wir. Wir krallen uns aber ein paar für den Garten drüben. Das, was wie soll ich es sagen, obligatorisch halt einfach dort und dort haben, damit wir nicht hin und her rennen müssen für Humus. Hier, ne, da haben wir auch so dunklen Stein mal probiert, ansatzweise bis runter. Schön, Alter, das habe ich schon wieder vergessen, wie schön der Durchgang war. Toll. Brösels? Brösels, komm wieder hoch. Ich bringe ihn mal kurz rüber, dann haben wir den schon mal gedanklich so weit aus dem Kopf, dann ist er gut aufgehoben. Dann müssen wir mal auf jeden Fall anfangen, uns jetzt Platz zu schaffen. Für den Garten brauchen wir Platz. Es soll auf jeden Fall am Ende. Prös. Prös. Hängt der jetzt noch da hinten? Der hängt doch da hinten bei der Vogelscheuche rum im Feld, oder? Ist er doch.
Alterle, was ist denn los mit da? Komm, was ist denn los? Siehst du, das meine ich, da ist mal so unterwegs, als ob er da nicht rausfindet. Süß, ne? Wie so ein Spürhund. Der durch die Körner. Ja, jetzt hast du den Ausgang gefunden, komm. Die Kaffeeplantage ist auch fertig geworden. Ich weiß auch nicht, was der jetzt hat. Jetzt schleicht er da rum. Genau, jetzt weiß ich schon immer, wo ich stehen geblieben war. Mein Geschwätz kennt er ja aber mittlerweile. Platz schaffen. Brösel. Ich laufe jetzt mal bis zur Mitte der Brücke. Wenn er dann mitgepottet ist, ist gut. Wenn nicht, müssen wir warten, bis der herkommt. Brösel. Hast du gesehen? Jetzt ist er gerade rechts da runter geglitscht. Da kommt er. Ja, komm. Komm, die Gruschtel wartet schon auf dich. Die habe ich natürlich entsattelt, die gute alte Gruschtel. Jawohl, hier bleibst du mal mit Bobbesle hocken an der Fackel. Dann weiß ich, wo ihr zwei seid. Dann ist auch keiner alleine. So, jetzt pass auf, Leute, pass auf. Wir müssen uns erstmal ein bisschen Platz schaffen. Jetzt schauen wir mal kistentechnisch. Ich glaube nämlich, dass in unserem Loft die Kisten schon maßlos wieder überbelegt sind. Wir werden ja sehr, sehr viel hier sein, an den Feldern und halt da drüben an dieser neuen Gartenanlage. Da müssen wir uns jetzt Platz schaffen. Ich möchte, dass wir von hier außen das Landschaftsbild erhalten. Da wird später der Weg sein. Und hinten drin soll dann so in diesem römisch-vautschischen Stil unser Garten sein, mit dem kleinen Brunnen, mit dem Gewächshaus und mit den Außenbeeten. So habe ich mir das schon mal vorgestellt. Haben wir hier noch Marmor, weißes Glas, Kreide? Nee, Birke? Nee, Birke verbauen wir da hinten auf keinen Fall. Höchstens vorne von der Ansicht hier. Da ist ja eh alles birkig hier bei uns, dass wir da vielleicht so ein bisschen birkenmäßig machen, wo die Bäume sind. Ja, jetzt gehen wir erstmal gucken. Ich brauche ein bisschen Platz, ein bisschen Luft machen und dann gehen wir mal darüber und schauen mal, welche Fläche wir da überhaupt bewirtschaften werden. Denn das ist ja das Erste, wir brauchen den Platz und der muss wahrscheinlich noch viel geebnet werden. Brösel ist aufgehoben. Was war denn hier eigentlich? Guck mal, hier ist auch maßlos überfüllt, weißt du? Weiße Wolle. Ton, hier haben wir auch nochmal Ton. Nicht viel, aber immerhin, weißt du? Diorit braucht man nicht. Diorit braucht man nicht. Geil, guck mal hier, auch mein Fail, ne? Damals, die ganzen Schwerter, die ich hier gebastelt habe. Hier ist gerade eine Kreide. Kreide und Marmor, Alterle. Weißt du was? Weißt du denn was? Was ist denn hier noch drin? Ich muss mich natürlich erstmal wieder ein bisschen einfinden. Ja, guck mal hier, sehr schön, Sand. Wollte ich nämlich als nächstes ankündigen, dass wir Sand holen müssen, Leute. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Den können wir nämlich jetzt schon mal auf jeden Fall in die Öfen stopfen. Das ist sehr schön. Da brauchen wir nämlich für Glas, ne? Für unser Gewächshäusle. Jetzt lass mich mal ganz kurz runterschielen. Da war ein Ofen, damit wir nicht ständig hier hoch. Und die werden ja sowieso umgebaut hier, die Jungs. Bauen wir die zweimal ab. Setzen die schon mal unten an die Werkstatt. Zumindest schon mal grob, dass wir hier schon mal den Aufbau haben. Wie wir es einrichten, schauen wir dann später, ne? Das muss ja heute nicht unbedingt sein. Wir brauchen aber auf jeden Fall Minimum ein, zwei Öfen, wenn nicht sogar noch mehr. Dann können wir hier die Blow Mary schön neben dran setzen. Dann haben wir die und die mussten wir ja sowieso mit Holzkohle beheizen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar Kohle dabei. Ich mache natürlich noch Holzkohle die Tage. Ich hau das jetzt erstmal grob hier rein, damit schon mal ein bisschen was durchlaufen kann. So, Ambossle, jetzt gehen wir rüber, bauen drüben auch noch gleich den Ofen ab. Dann haben wir da schon mal einen Anfang, weißt du? Lumli, 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 lum. Und heute machen wir auch nicht viel. Also wir machen natürlich schon viel, weil der Anfang aller Dinge ist ja immer schon das Wichtigste. Wir machen aber heute jetzt keine großen Bauaktionen oder so, sondern wir suchen uns einen Platz für den Garten. Das habe ich ja schon gestern erklärt hier, wie ich das grob einrichten will. Da haben wir ja Gott sei Dank das Gebäude schon. Ob wir den Spazierweg in dieser Runde noch weiter anlegen, das weiß ich noch nicht einmal. Da habe ich mir so noch keine Gedanken gemacht. Hier muss natürlich noch ein bisschen gewirtschaftet werden irgendwann. Schauen wir uns dann in Ruhe an. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir das erstmal so. Dann machen wir das erstmal so. Da haben wir doch noch. Gut, die erste Fuhre darf mit Holzkohle durchlaufen. Mit normaler Kohle. Und dann werde ich uns Holzkohle ranschaffen. Dann haben wir die Geschichte. Jetzt muss ich mal ins Lager. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da unten auch noch Marmor haben. Marmor wäre wichtig. Blauschiefermine haben wir hier ums Eck. Das wäre auch nicht. Weißt du, dass wir vielleicht das ganze Ding unten so ein bisschen einrahmen in ein kleines. Ja, mit Bäumen einrahmen und zwischen den Bäumen so eine kleine Blauschiefermauer ziehen oder so. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Kreide, Schluffi, Kalkstein, Kies. Kalkstein, Kies. Haben wir hier überhaupt kein Marmor? Das wäre natürlich eine üble Geschichte. Was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Blauschiefer. Das ist cool. Hier, hier, hier. Ey, Alter, habe ich hier kein Marmor, ne? Hellgrüner Stein. Granit, schwarzer Granitstab. Au, das ist jetzt natürlich eine üble Geschichte. Es kann aber auch sein, dass ich den woanders einlagere. Hier haben wir doch schon mal Platz. Hier haben wir doch schon mal Platz für Dinge, die wir momentan nicht gleich brauchen. Den Ton bastel ich mal hier rein, dann weiß ich, wo ich den suchen muss. Wir werden auch später erst mit diesen Iron Fans Geschichten hier rumbasteln. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Iron kommt raus. Humus wollen wir brauchen. Pferdezeug brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Die ganzen Materialien zum Bauen, inklusive der Bienen, die lagere ich jetzt mal hier zwischen.
So, weißt du? 1, 2, 3, 4. Haben wir nicht mehr Bienen gehabt? Guck mal hier. Überall habe ich die Muskatnüsse, weißt du? Zur Sicherheit, dass ich es auch ja nicht vergesse. Habe ich Straßenlinien. Vielleicht können wir auch mit denen irgendwas. Müssen wir mal gucken. Da, aber das ist mir dann zu neumodisch, ne? Das passt jetzt dann überhaupt nicht rein. Das Pferdezeug habe ich da will ich hoch. Die Carpenter-Blöcke, die Bienen. Iron, 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 Iron. Iron, 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 Iron. Jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Da war nämlich noch mehr, was weg kann. Das ist noch Iron. Das nehmen wir mit hoch. Die Carpenter-Blöcke lassen wir erstmal hierle. Hierle zu einem gemütlichen Bierle. So, das würde, da haben wir auf jeden Fall mal genug Platz. So lassen wir das erstmal. Zwapp, zwapp, zwapp. Das hier kommt raus. Sand will ich oben verbasteln. Sag mal, haben wir kein Marmor hier gehabt? Das kann doch fast nicht möglich sein. Das kann doch fast nicht möglich sein. Wer bist du? Ein einsamer Lavablock. Warum ist dieser einsame Lavablock hier? Das weiß man auch nicht mehr. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Zeug halt gelagert hatte hier. Das sollte ja ursprünglich... Guck mal, hier ist sogar noch ein Eisen drin, aber nur einer. Nur einer. Bisschen Gold, sogar Diamanten hat es hier noch, Redstone, aber kein Marmor. Kann das sein, dass ich den Marmor unten im Keller hatte? Jetzt müssen wir natürlich auf die Suche gehen, Leute. Ich muss erstmal mein Zeugs zusammensuchen. Da seid ihr jetzt halt dann ausnahmsweise mal wieder voll mit dabei. So, wir hatten noch einen Weg rüber, ne? Jo, haben wir doch super gemacht. Und die sind automatisiert, die Lager, ne? Oben wie unten. Was haben wir denn hier noch? Klar, es ist hier auch noch drin, müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Hier aber kein Marmor. Kein Marmor, Leute. Hier ist kein Marmor drin. Oben war auch noch mal ein Schubfachding, ne? Schauen wir oben noch. Da dürfte aber eigentlich nur Holz sein. Die Zwischendecke ist noch nicht zu. hier haben wir Holz, hier haben wir Sticks. Was haben wir hier? Diese Papierbaumgeschichte. Hier sind auch noch Carpenterblöcke. Hier haben wir verschiedene Holzsorten angefangen zu lagern, aber kein Marmorle. Kein Marmor, Leute. Au, hier haben wir auch Farbe. Das ist sehr gut. Da können wir die Deko-Bench aufbauen. Brauchen wir uns bloß hier farbemäßig bedienen, weißt du? So, das war die Einkippkiste. Und das hier? Alterle. Eiserne Pferderüstung. Da haben wir auch nochmal einen Haufen. Guck mal, hier hat es auch eine Leine, weil ich immer sage, ich habe keine Leine. So, und von hier aus, jetzt gehen wir doch unten noch geschwind schauen, was wir da noch haben. Und gehen dann oben an den Feldern raus, dass wir das einmal abgelaufen sind komplett. Weil hier ist ja auch noch einiges zu tun. Hier sind wir ja noch lange nicht fertig. Das ist ja alles nur angezeichnet hier, ne? Vielleicht nehmen wir sogar mal eine kleine Runde mit rein, indem wir hier was machen. Gerade hier bei diesen wunderschönen Schaukästen. Hier haben wir noch nicht überall Schwerter drin. Wollte ich ja von jeder Sorte eins machen, ne? Wir haben hier ein Mattschwert, ein Goldschwert, ein Eisenschwert muss hier noch rein. Und da drüben dann entsprechend ist auch noch nicht fertig. Da habe ich aber schon angefangen. Hier kämen dann auch nochmal Schaukästen mit Schwertern rein. Wunderbärle. Hier weiß ich nicht mehr, wo man rauskommt. Guck mal die Tage mal. So, genau. Schön mit Beleuchtung. Herrlich. Aber ich wollte zu den Kisten drüben schauen, ob ich da Marmor finde. Ist halt alles eine riesen Baustelle hier, ne? Wer da noch nicht war, hat es jetzt auch mal gesehen. Hier kommt der U-Bahnhof hin später. Mit einem schönen fetten Schriftzug Alderle. Aber alles mit der Zeit halt, ne? Jetzt pass mal auf, Leute. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Marmor. Ein bisschen ist ja besser wie nix. Sonst noch irgendwas? Wie kommt denn das Kuhfleisch hier runter? Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Den Ofen können wir eigentlich in diesem Atemzug auch abbauen, oben hinsetzen. Da braucht man jetzt dringlicher. Perfekt. Haben wir hier noch Marmorle? Ne, Sand können wir mitnehmen. Das ist wahrscheinlich alles Schluff, Knochen. Nee. Schade, Leute. Schade. Ich dachte, wir haben mehr Marmor. Mehr Marmor. Wer Marmor? Kalkstein. Ja gut, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt Marmorle? Ja, das reicht ja schon mal für den Anfang. Wir hatten auch mal irgendwann eine Marmormine. Müssen wir mal gucken, ob wir die angezeichnet haben. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen was ist da. Ich will ja nicht alles aus Marmor basteln, sondern hauptsächlich die Stützen des Gewächshauses mit so einer kleinen Säulenform. Die Mauer außen dann mit Blauschiefer. Ansonsten sollte das alles recht grün werden. Möchte auch entsprechend dann, wie die Römer das gemacht hätten, schön jedes Feld beschriften. Was ich nicht mehr weiß, ist, wo waren die Blauschiefermine? War die hier drin? Weiß das noch jemand? Weiß das noch jemand? Das kann schon sein, dass ich hier den Blauschiefer geholt hatte, oder? Da hinten, meine ich, war das. Hier, ne? Blauschiefer, Blauschiefer, Blauschiefer. Haben aber schon sehr viel weggegraben. Blauschiefer, hier Blauschiefer, ist ordentlich. Und hier habe ich mal irgendwann aufgehört, weil Wasser reinkam. Und hier haben wir überall Blauschiefer. Also das mit dem Mäuerle klappt auf jeden Fall. Marmor finden wir dann auch noch. Hier hat es auch noch ein bisschen Sand. Perfekt. Perfekt. Da gehe ich jetzt nicht runter, weil da weiß ich nicht, wo es hingeht. Können wir auch mal noch eine Tour einlegen, weißt du, dass wir einfach mal innerhalb unseres Bages hier ein bisschen minen. Weil da gibt es nämlich noch so viele Zugangsschächte hier, die ich noch gar nicht entdeckt habe, weißt du. Da findet man bestimmt auch noch Material und so weiter. So, Abkürzung nach oben zum Feld. Und dann gehen wir erstmal pennen und dann machen wir uns Platz, Leute. Und dann sind wir hier auch auf jeden Fall im Gebiet angekommen. Was war denn hier? Ach ja, hier ist das Treppenhaus wieder. Ich dachte gerade, was ist das hier für ein Geheimweg? Hallo, servus. Ah, guck mal hier auch, ne? Hier sind überall so kleine... Das wollte ich noch verglasen, das weiß ich noch, dass man da reinschauen kann, wenn man hier entlang geht.
So, schwupp sind wir an der Brücke. Jetzt sind wir praktisch vom Loft unterirdisch hier rausgekommen, ne? Das ist auch so ein bisschen schon der Bereich, wo später die U-Bahn entlang geht, wenn man es dann ganz genau wissen will. Aber jetzt ist Nacht, hinter der Brücke ist dann noch dieses alte Glascafé, das nie fertig wurde. Da wird dann die U-Bahn auf jeden Fall entlang fahren. So, jetzt schauen wir aber als allererstes mal. Hier sind auch ganz viele Öfen. Ich würde fast sagen, Leute, wir basteln uns diese Öfen jetzt hier alle weg. Wir nehmen die alle mit rüber. Weil, bis auf einen vielleicht, oder? Bis auf einen vielleicht, weil ich hier denn noch nicht weiß, ob ich jetzt hier vielleicht mal spontan einen Ofen brauche. Hier können wir noch kurz durchgucken. Hat's hier noch Marmor? Hier ist auch nochmal Marmor. Sehr schön. Sehr schön. Also, dass ich hier heute durchgucke, war mir klar. Den habe ich auch nie gebraucht, den Komposter, ne? Den ursprünglichen Komposter hier. So, ansonsten sehe ich jetzt hier weiße Wolle. Weiße Wolle, Marmorpflasterstein, den können wir noch umbauen dann zur Not, falls es uns gar nicht reicht. Ja, das reicht erstmal. Das Bett habe ich hier schon weggemacht. Ja, dann gehen wir rüber. Dann gehen wir rüber. Dann stecken wir mal heute ganz grob den Gartenbereich ab. Also das Gewächshaus sollte schon. Ja, sagen wir mal, ich würde es gerne. Ja, das sollten so drei Reihen Felder sein. Kleine Felder, also keine 10 blocklange Felder, sondern eher so 4, 5 Block, 2x5er oder so. Weißt du, gemütlich, schnickig. Schnickig. Schnickig, wollte ich sagen. Schnickig sagt man ja aber auch nicht mehr in meinem Alter, da schnickig. Alterle, halt geile Felder, weißt du, was ich meine? Ne? Ihr weißt ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr weißt ja. So, pass auf, wir pennen, wir machen es uns hell. Ist natürlich viel Gelaber, viel Rumgereise hier. Falls jemand eine Frage hat, falls wir irgendwo vorbeigekommen sind und er sagt, ey, was war denn hier an der Stelle, Alterle? Gerne fragen, erkläre ich natürlich, ne? So. Wir werden auf jeden Fall. Hier sind doch die Schilder. Guck mal. Wir haben nämlich alles aufgehoben. Wenn ich nicht gestorben bin, haben wir immer alles aufgehoben. So, Beschriftungen. Was würde ich dann reinschreiben? Karotte. Verstehst du? Da schreibe ich dann hier Karotte rein und dann kommt es später so dahin. Jetzt ist natürlich die Frage, was dem Voucher gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass diese Schilder so braun sind. Schild. Was haben wir denn? Das ist das Schild, das wir benutzten. Mangrovenholzschildchen. Ja, super. Mangrove hat kein Mensch, Alterle. Schickes Mahagoniholzschild. Sumpf-Zypressenschild. Alter Schwedele. Jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir mal voll ab. Jetzt probieren wir das einfach mal, ob man das schisseln kann. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also so, zur Not machen wir es halt so, ist klar. Da habe ich jetzt keinen Schmerz damit. Aber vielleicht haben wir ja die Chance, dass wir die schisseln können. Nee, haben wir nicht. Also, die Felder kann man, die Schilder kann man nicht schisseln. Aber es gibt ja noch diese anderen Schilder hier. Was sind das hier? Eine rohe Schildkröte. Ja, super. Schildgefängnis, Schildblume, Schildfisch. Ei, weißt du, was das wahrscheinlich ist? Schildlandwirtschaft. Ach, in der Deko-Bench kann man die basteln. Sehr, sehr schön. Himmel, Eichen, Holz, Schild. Schickes Eichenholzschild. Wir können ja mal Unterschied. Ah, man braucht ein Schild. Man braucht ein Schildchen und Papier. Und dann kriegt man das Ding hier raus. Wow. Wie mache ich ein Papier? Papier könnte man herstellen aus Zuckerrohr. Pass mal auf. Will ich natürlich gucken im Vorfeld. Das soll ja nachher schön werden. Also Zuckerrohr gibt Papier. Perfekt. Das Ding hätten wir. Und wie mache ich das hier? Aus Stufen. Also wir brauchen Stufen und Zuckerrohr. Alles klärle. Alles klärle. Seid ihr noch da? Ja, ich habe nämlich gerade eine Taste gedrückt und dachte, ich habe euch weg. Ich will mal den Unterschied sehen. Haben wir hier Zuckerrohr? Zuckerrohr kann nämlich überall. Tatsächlich, guckt es an. Zuckerrohr und haben wir jetzt hier zufälligerweise auch die Stufen? Ich lagere ja immer alles kreuz und quer ein. Sieht jemand Stufen? Sieht jemand überhaupt irgendwas Holziges? Nicht wirklich, ne? Ja, guck mal hier. Ne, ist anders. Haben wir Stufen? Ich will das jetzt sehen. Da gehen wir jetzt natürlich heute nicht aus der Folge, bevor ich mir das nicht angeschaut habe. Ey, Alter, guck mal, da hat es noch Taschen. Wir gucken mal rein, grob. Ich muss natürlich auch mal irgendwann aufräumen. Aber ihr seht ja immer wieder, so alle halbe Jahr habe ich tatsächlich mal aufgeräumt. Wir kriegen das schon hin. Ist nicht so, dass wir nie was machen, weißt du? So, jetzt habe ich hier kein Holz. Wir hopfen mal ganz kurz darunter. Da waren noch mehr so Dinger. Stufen. Ich weiß, wo Stufen sind. Im Lager wären Stufen, aber da will ich jetzt nicht hin. So, da hinten ist nämlich auch noch meine. Ach Gott, diese Kiste hier, die sollte man fast lassen und beleuchten, Leute. Ist eine der ersten Kisten, die ich im Heimatgebiet gesetzt habe. Guck mal hier, ne? Drei Stufen haben wir schon mal. Jetzt kruschtelt er hier echt rum und sucht Stufen. Pass mal auf, nehmen wir das Fichtenholz schon mal mit, gehen darüber. Da hat es bestimmt auch noch drei Stufen, da ist alles gut. Hallo. Habt ihr Stufen? Was ist denn das hier? Hellgrüne Wolle? Also hier habe ich wohl mal Wolle gesammelt. Das können wir mitnehmen. Da kann ich auf jeden Fall Stufen davon machen. Sehr schön, da haben wir Holz. Aber keine Stufen. Und hier Fleisch, Schalen.
Eine Angel? Auch geangelt habe ich auch schon ewig nicht mehr, Leute. Jetzt pass auf, jetzt gucken wir mal, dass wir hier schön Stufen basteln. Flüpple und wie sagt er immer? Katzhüpple. Ne, das sind die Stufen nicht. Die Stufen waren so, glaube ich. Hä? Wie waren die Stufen? Wie waren diese blöden Stufen jetzt? Alterle! Wie kann man denn vergessen, wie man Stufen macht, Voucher? Stufen, das Erste, was man lernt. Eichenholzstufe. Ah, okay, nur drei Stück. Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Manchmal weiß ich es, manchmal weiß ich es nicht, ne? So, das sind Stufen. Ach komm, nimm die alle mit, das ist jetzt wurscht. Zum Testen ist es wurscht, das nehmen wir auch wieder mit. Haben wir dann alles? Können wir das jetzt hier... Wir gehen hoch zum anderen Schild. Ist das, so wird das jetzt halt eine Weile gehen, Leute, ne? Wir werden natürlich auch Bauphasen haben, alles klar, aber ich werde jetzt hier echt einfach das Jahr abschließen, gemütlich vor Weihnachtszeit und so weiter. Nee, war eins weiter oben. Also nicht böse sein, wenn wir jetzt hier einfach vor uns hingruscheln. Ohne irgendwelchen Druck. Ich will zurück zu den Roots, ne? Zu den Wurzeln, als ich es angefangen habe. Wieder ein bisschen runterkommen, abchillen. Weil ich habe zwischenzeitlich schon mal auch so Phasen gehabt, wo ich so ein bisschen zu schnell war gefühlt. Also innerlich, weil ich halt dann einfach nicht mehr richtig mitkam. Jetzt pass auf, 6 Stufen ist das Schildle, ne? Alles klar. Sehr schön. Zum Glück habe ich überall eine Werkbank stehen. Das hätten wir jetzt wieder runter müssen. So, die Geschichte mache ich jetzt einfach mal so, weil wenn das nachher das Ergebnis ist, brauchen wir eh ganz viele. Das brauchen wir zusammen mit dem Papier. Papier hat er gesagt, gell? Papier hat er gesagt. Guck nochmal, 3 Stück oben. Da machen wir jetzt hier aus dem gesamten Schwung Papier. Paper Baby, Paper Baby, Paperboy. Erinnert mich gerade, es war eins der ersten Games, die ich gezockt habe damals. Ich glaube auf dem C64 musste man so Zeitung austragen in so einem Stadtgebiet. War total irre. Jetzt pass auf. Normalerweise, wenn ich es noch richtig weiß, jetzt war das, das und das hier. Alles klar. Wir gucken uns erstmal eins an, bevor ich jetzt alle durchjag. Ja, schön. Super, und das alles in unmittelbarer Nähe gefunden, oder? Wahnsinn. Hier. Ja, das ist ja noch niedlicher. Kann man das auch beschriften? Alterle. Alter, da kannst du sogar Schriftgröße eingeben. Karotte. Was kann ich denn da alles so machen? Formatieren? Ah, guck mal hier, ne? Guck mal hier. Das dreht gerade voll durch. Gib eine der folgenden Zahlen Buchstaben nach dem Formatierungssymbol ein. Fett. Wieso L? Wenn dann... Nö. Hä? Wie meint dann das? Schwarz-Blau? Gib eine der folgenden Zahlen. Wie willst denn du das mir? Also so kann ich es groß machen? Hä? Wieso ausgerechnet dieses Zeichen separat rein? Was ist denn das hier alles? Was ist denn das hier alles? Alterle! Ja, geile Geschichte. Geile Geschichte. Entschuldigung, ich entdecke hier gerade wieder was, weißt du? Weizen. Weizen. Jetzt ist die Frage, wenn da Formatierung steht, kann ich das auch... Ich weiß nicht, wo ich das hier eingeben soll, was der meint. Was ist denn das hier? Klicke auf eine der Box oder drücke Tab, um einen Bearbeitungs... Alter, ich kann das fast halt nicht lesen, weißt du? Keine Ahnung, aber ich kann doch jetzt hier Weizen, weißt du, dann könnte ich das theoretisch... Hallo? Wieso sieht denn das so bescheuert aus? Okay, ihr seht schon, hier kann man einiges machen, ich habe nur keine Ahnung, warum der Weizen jetzt so hässlich ist. Jetzt habe ich doppelt Weizen drin. Alles klar, aber da kann man ja ein bisschen rumprobieren damit. Man kann es auf jeden Fall schön zeigen, welche Geschichten hier drin eingelagert sind, was weiß ich, man könnte sogar so Holzschildle, Alter, ist das groß geworden. Alles klar, Entschuldigung, ich habe das jetzt natürlich heute nicht berechnet, dass wir auf sowas stoßen werden. Man kann da hier einiges machen, ne? So, ich würde wahrscheinlich dabei bleiben, dass ich es beschrift, das kann wieder raus. Du kannst auch wieder raus. So, jetzt gehen wir immer hier komplett raus. Also, da haben wir die Möglichkeit, das Schild aufzubauen oder dieses Schild. Wir können auch, wenn wir die Muße haben, noch die anderen probieren. Ich wollte aber eigentlich rüber. Jetzt ist die Zeit fast rum. Alterle. Alter Schwede. Lass uns einfach wenigstens schon mal rübergehen, dass wir mal drüben waren. Ich will doch ganz grob das Gebiet abstecken. Dann können wir nämlich anfangen zu buddeln, weißt du? So. Was schreibe ich jetzt in den Titel? Heute unproduktive Gammelrunde. So irgendwas wahrscheinlich, ne? Unproduktiv war es ja nicht wirklich. Wir sind ja mit dem Brösel rüber und so weiter. Aber trotzdem, die Zeit ist weg und ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Wir sind nur rumgelaufen jetzt. Herrlich. Aber ich finde es schön. Ja, das ist ja, das finde ich halt toll, dass wir uns hier echt kein Stressle machen. Schwupp.
So, jetzt nochmal back to the roots, Leute, zurück zu unserem ursprünglichen Gedanken. Wir wollen das Gartenhaus automatisiert später haben. Das haben wir gesagt, das machen wir auch. Das soll dann oben eingekippt werden, wenn man den Garten verlässt. Und zum Garten kommt man in diesem Teilbereich, da kommen jetzt später dann die Bäume hin. Das wird alles weggerupft. Hier läuft man dann praktisch zwischen den ganzen Muskatbäumen, Bananenbäumen, Zitronen, Orangenbäumen, was wir alles finden, bis hierher. Dann geht es hier rein und dann sollte hier so diese. Ja, das muss viel größer werden. Das muss viel größer werden. Was baue ich denn da jetzt mal auf, dass man das sieht? Also hier sollte es auf jeden Fall. Ne, da geht es jetzt eh nicht weiter, gerade hier. Pass mal auf. Das ist schon mal auf jeden Fall die Außenkante Nummer 1. Aber das ist dann viel zu schmal. Ich will das viel größer haben. Hier würde ich tatsächlich mit Bäumen zumachen. Das können wir gerne bis hier rüberziehen. Ah, dann wird es doch groß genug. Ist das die Fackel, die ich gerade gesetzt habe da hinten? Ne, die da ist es, ne? Mach mal die weg. Weißt du, hier habe ich irgendwas mit Fichtenholz angedacht. Das machen wir wieder weg. Das soll der. Das gefällt mir nicht. Pass mal auf, hol nochmal Erde raus. Machen wir hier noch einen zweiten hin. Damit wir auch nachher wirklich sehen, wo wir sind. So. Alles klar. Jetzt schauen wir mal. Jetzt rupfe ich den Baum schon mal weg hier. Weil der steht eh im Weg. Es muss halt eine gewisse Größe schon haben. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Seeds, weißt du? Wir haben so viel Gemüse und Zeug. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ist der jetzt so hoch oder was? Dann hopfen wir auch hier rein. Hoffentlich habe ich unser Dings dabei. Habe ich unser. Hier ist es. Aber das geht auch bald kaputt. Mach das mal weg hier, dann sieht man auch was. Super, super. So. Also, Leute. Wie gesagt, wir machen uns keinen Stress. Ich habe in etwa ein grobes Bild, wie es aussieht. Ich möchte es natürlich dann jetzt mal so umsetzen, dass ich sehe, ob das überhaupt Hand und Fuß hat, was ich mir da vorstelle. Deswegen basteln wir das schon mal ziemlich geradlinig einfach drauf los. Hier links ist der Außenrand, dann machen wir hier rechts den nächsten Außenrand zwischen den Melonen und den Kürbissen. Hier ist dann das Gartenhaus. Ja, ungefähr in der Breite. Vielleicht noch ein paar Meter in die Richtung. Mach da einfach mal jetzt hier so ein Ding hin. Was haben wir hier? Das kann auch weg. So, ich mache das jetzt ganz bewusst ganz grob, dass ich es schon mal nachher sehen kann, wenn ich dann wieder einlogge. Entschuldigung. Zittert gerade ein bisschen, liegt am Global Light, ne? Hier, das muss auch weg. Das muss auch weg. Der muss dann später auch weg. Also, dann haben wir jetzt schon mal die Größenabmessung von den Lichtern da hinten bis hierher. Da werden wir dann schön die Bäume aufbauen. Außen eine kleine Baumplantage. Müssen wir mal gucken, wie wir es aufbauen. Dann kommt man hier irgendwann tatsächlich in den römischen Garten rein. Und der wird natürlich auch in die Länge gezogen. Da müssen wir mal schauen, ob ich den tiefer setze, hochsetze, ob ich lieber abgrabe oder zumache. Das weiß ich noch nicht. Ob wir Erde reinkippen, wie weit kann ich in dahintere gehen? Oh, da kann ich schön weit hinter. Genau, Alter. Und hier wäre dann der Fluss. Na, so weit hintere werden wir nicht gehen. Ja, da würde ich mir fast sogar erlauben, einen kleinen Fluss durchzugraben. Doch, das passt. Also das werden schöne große Gärten, Gewächshaus, Brunnen und entsprechend die ganzen Seeds. Jetzt muss ich Schluss machen an der Stelle. Jetzt fehlt mir schon die Zeit. Das ist aber ein gutes Zeichen, wenn man Bock hat. Wenn man Bock hat, weiterzumachen und tatsächlich die Zeit verfliegt, dann passt es. Dann wird das Projekt gut. Und wir haben ja Zeit. Lass uns über die Weihnachtszeit einfach hier mal ein bisschen rumtouren. So, Leute, das muss natürlich alles weg. Da müssen wir irgendwo einen Anfang finden. Ich glaube, ich mache es tief, ne? Dass wir es wirklich in die Tiefe setzen und hier dann so ein bisschen das Aufgeschüttete lassen, dass man so in den Garten reingeht. Ich habe natürlich, das zeige ich euch aber morgen, diese Marmorsäulen im Kopf fürs Gewächshaus, für den Brunnen und so weiter. Schauen wir uns dann in aller Ruhe an. So, Leute, wir sind angekommen. Brösel ist hier, die Pferde sind verteilt, Krustel ist hier, Marmorgeschichten, Materialien und so weiter. Habe ich was gehört? Haben wir angesammelt. Wir sehen uns morgen wieder, dann werden wir tatsächlich mal die erste Schippe setzen da hinten, ne? Bis dann.